Barbara erzählt die Geschichte einer Ärztin 1980 in der DDR, die einen Ausreiseantrag gestellt hat. Und weil in der DDR 1980 ein Ärztemangel war, wurden die nicht durch Gefängnis und Freikauf durch Rechtsanwalt Vogel und sowas bestraft, sondern strafversetzt in eine Art Exil. Sie das? Ja. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin, von der Charité. Man hat sich entschlossen, hier bei uns. Wir haben uns schon vorgestellt. Hast du das Geld bekommen? Du musst es wasserdicht einpacken. Mir als Filmemacher gefallen Exilgeschichten sowieso gut, weil ich glaube, dass fast alle Figuren des Kinos Exilanten sind. Und die Barbara wird also in ein Exil nach Mecklenburg-Vorpommern versetzt, an der Nähe der Ostseeküste, so ein kleines Kinderkrankenhaus, eine Kinderchirurgie, und plant dort ihre Flucht. Und wie das immer so ist, gerade wenn man etwas, was man hasst, verlassen will, ob es die Familie ist oder ob es der Urlaubsort ist, den man fälschlicherweise gebucht hat, Tunesien, haben wir mit 3 Wochen Übernachtung, Frühstück, oder ob man eben auch ein Land verlassen will, ne? Man hat immer das Gefühl, dass dann an den letzten Tagen die Familie oder Tunesien oder das Land, was man verlassen will, noch einmal zeigt, was möglich gewesen wäre. Und man fragt sich, ob man nicht selber dran schuld ist, dass das Leben dort so furchtbar verlaufen ist. Und sie infiziert sich mit Schönheiten aus diesem Land und mit Ideen, die eigentlich von den Apparatschiks zerstört, aber nicht vollends zerstört sind. Und dieses Land, was nochmal nach ihr greift und was sie noch mal umgarnt, dieses Land von sich fernzuhalten, um besser fliehen zu können. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Übers Wasser? Wann? Bald. Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleiner Ausflug gemacht. Kommen Sie bitte. Ich hatte in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine Hermann-Broch-Zeit. Ich habe immer so Schriftsteller, habe ich immer gelesen, komplett. Wissen, was ist das? Kommt das aus der Musik? Hat man David Bowie entdeckt mit Hunky Dory als 15-Jähriger, dann hat man sich alle Platten gekauft. Und so hat man das dann gelesen und ich habe dann in seiner Roman-Trilogie Die Schuldlosen gibt es eine kleine Novelle, die heißt Barbara. Ja, es geht um eine Ärztin, kommunistischer Untergrund, die in einem Krankenhaus arbeitet und der Leiter dieses Krankenhauses, ein durch und durch unpolitischer Mensch, verliebt sich in sie. Und sie kann ja eigentlich nicht lieben, weil sie weiter muss. Ich hatte das damals gelesen für die innere Sicherheit. Genau, ich weiß noch, weil es auch so ist, man kann nicht lieben, wenn man im Untergrund ist. Und da habe ich ganz viel so Literatur gelesen, Anna Segers und Hermann Broch. Und diese Barbara-Geschichte ist mir nie aus dem Kopf gegangen, weil die etwas erstmal was Amerikanisches hatte. Und gar nicht so Deutsches, weil die Amerikaner oft ihre Geschichten im Kino wie auch in der Literatur aus der Arbeit entwickeln. Ja? Wir hüten eine Herde, ja? Oder wir arbeiten in einer Fabrik oder wir überfallen eine Bank. Die Beziehungen der Menschen zueinander wird über die Arbeit hergestellt und nicht über Gequatsche. Und das ist in diesem Barbara, in diesem Krankenhausroman auch so. Und der ging mir nie so aus dem Kopf raus. Ich habe dann 2001, da war ich hier zum ersten Mal in der Schweiz, um innere Sicherheit vorzustellen, habe ich gleichzeitig Toter Mann gedreht in Stuttgart. Da hatte ich einen Drehtag frei, habe ich Nina Hoss kennengelernt. An diesem Wochenende hatte ich in Stuttgart die Novelle Barbara in einem Schaufenster gesehen. Kannte ich ja schon, habe ich schon gelesen gehabt. Aber in so einer Einzelausgabe vom Suhrkamp Verlag, weiß ich noch. Und darauf war ein Ölgemälde aus den 20er Jahren und die sah aus wie Nina Hoss. Ja? Und da dachte ich eigentlich, wenn ich mal diesen Roman oder diese Novelle verfilme, dann wird das sie spielen. Ne? Habe ich ihr geschenkt. Dann habe ich Anfang 2004, 2005 einen Arzt in der ehemaligen DDR kennengelernt, der in der DDR schon Arzt war. Und der erzählte mir von diesen Strafexilen für Ärzte, die sich daneben benommen haben. Oder die eben Ausreiseanträge gestellt haben. Und da fiel mir die Barbara-Geschichte wieder ein. Und so kam es dazu, den Film zu drehen. Wahnsinn.
machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert? Mir gefällt es hier. Die Liebesgeschichten im Kino, die mich interessieren, sind von Leuten, die extrem misstrauisch aufeinander sind, die gleichzeitig ihre Gefühle nicht zeigen dürfen, weil Gefühle zeigen Schwäche ist. Und dadurch wahrscheinlich erstmal eine Art Tanz aufführen müssen, um rauszubekommen, wer ist der andere. Und dann gleichzeitig aber auch merken, dass sie langsam Spaß daran bekommen, auf diesem Niveau des Verbergens, Reizens, Neckens miteinander zu sprechen. Und das ist für mich Flirt. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ich kann es nicht erklären. Aber lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? Musste absolut echt sein. Das habe ich mir in allen Abteilungen gesagt. Das ist nicht das. Ich wollte auch nicht, dass man dann irgendwo ein Windrad sieht oder eine Parabolantenne, dass wir dann sagen, die digitalisieren wir nachher weg. Wir haben also nur an Räumen gedreht, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Ja? Wir haben also in einem Krankenhaus gedreht, was es wirklich so gibt, was aber unter Denkmalschutz steht und verlassen ist. Ja? Wir haben auf Wiesen gedreht, die wirklich so waren, wie als ob da noch die Kolchose gewesen ist. Und weil wir auch ein wenig von diesen Orten in uns aufnehmen wollten. Ne? Also die Welt, das Tolle an der ehemaligen DDR ist ja, das Geld hat ja nicht gereicht, sie komplett zuzubauen, wie man das in der Schweiz oder in der Bundesrepublik oder in Österreich hat, wo alles sofort immer renoviert wird, ja, wo der Lidl-Markt Neubau hat, sondern da die DDR ist noch voller Geschichte. Und wenn man sensibel und aufmerksam da durchfährt, kann man alle Zeiten nebeneinander sehen. Metonymisch heißt das, glaube ich, in der Psychoanalyse. Also nicht übereinander gelagert, sondern nebeneinander. Und so haben wir uns solche Orte gesucht, an denen die Historie noch arbeitet.